Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Und ja, direkt zu Anfang kann man schon mal sagen, es sind, wenn ich es richtig festgestellt habe, neue Karten erschienen. Oh. Komm, letztes Mal lief es ja nicht so gut, aber ich gebe Vania noch eine Chance. Oh, Apostle of Lust, der ist glaube ich zum Beispiel neu erschienen. Die Tür damage to your leader and draw two cards, die wollen dann wieder. Das ist eigentlich gar nicht so scheiße. Evil Eye Demon ist aber eigentlich auch ziemlich gut. Ich denke aber Evil Eye Demon ist besser, wenn man damit mehr Control haben kann. Okay, Summon Bloodkin und Razory Claw definitiv. Das. Den finde ich nicht so gut, damit kann man sich so schnell selbst killen, deshalb den. Lyria Archer Throne, der ist auch neu. Fanfa in Hand 7. Until the end of your opponent's turn, give all allies and the following effect, reduce damage from spells and effects to zero. Das kann interessant sein. Evolve the 2 damage to an enemy. Craving Splendor kann halt ganz gut sein, deshalb gehe ich einfach mal mit denen. Auch weil ich eine neue Karte ausprobieren möchte. Hier gehe ich mit dem. Servant of Lust ist halt sehr gut, auch wenn das. Okay, Holy Angel Altaria. Warte mal, wie viele. Habe ich hier irgendwas Doppeltes bisher? Nein, habe ich nicht. Dann denke ich tatsächlich. Wow. Ja, okay. Nicht mehr. Aber das Ding kann, denke ich, auch ganz gut sein. Daher gehe ich damit. Okay, Goblin Emperor definitiv. Divine Retribution ist eigentlich aber auch sehr gut. Damit nehme ich nochmal die. Wings of Lust könnte hier sehr gut sein. Okay, Apostle of Craving. Servant of Lust nochmal und. Fanfare Choose. Pat. Eiser and Ezern Eiser. Feline Mates or Demon Song in Toyant. Okay. Was sind das Ding für? Fanfare Evolve and Allied Trill. Devilish Idol Last Words Restore 2 Defense to your leader. Okay. Demon Song, die 2 damage to an enemy follower von Allied Trill. Devilish Idol Last and play deep 3 damage instead. Okay. Also das klingt eigentlich gar nicht so scheiße, finde ich. Mit Vera auch. Aber ich befürchte, dass das Deck am Ende mal wieder nicht stark genug sein könnte. Das ist halt einfach das, was ich befürchte. Irgendwie ist der Ausschlag ziemlich niedrig heute bei meinem Mikro. Muss ich halt in der Nachbearbeitung hochregeln, notfallshalber. Time to get started. Mother, Father, come on. Okay, das ist schon mal ganz gut eigentlich. Ich kann jetzt eigentlich schon ziemlich lustig anfangen zu spammen. Das finde ich gut. Das ist jetzt für mich sogar noch besser. Here and now, your salvation. Nee, Rackham noch nicht. Ich denke, ich gehe. Ach komm, ich gehe damit. Shall we cross blood and cross your blood?
interruption! Ow! I couldn't protect it. I'm coming for you. Ach, schade. Back to the friend zone. Hm. Wenn ich jetzt was ziehe, was dem einen Schaden machen würde, wäre es ziemlich lustig. Oder? Ja, okay. Shall we cross blood? Gut, der wird den da wahrscheinlich reintraden, aber ist halt dann so. Die Frage ist, was ich hier mit dem mache. Das Problem, was ich halt gerade eigentlich auch noch habe, ist halt das... Oh, fuck you. Your turn to get the I'm coming for you. Back to the fun zone. Are you not single and are able to mingle? Hm. Aber ich denke... Who's gonna be my target? Wenn ich mich nicht irre, weil das der erste, der gespielt hat, das heißt, dass wenn ich jetzt das hier mache. Jupp. Damit könnte ich eventuell, wenn der so durchkäme, im nächsten Zug schon 8 Schaden machen. Okay. Ja, okay. Habe ich nicht so das absolut harte Problem mit. Damit kann ich. Den sollte ich mir noch aufbewahren. Für Field Clear. Dann darf ich aber auch nicht mehr evolven jetzt. Okay, was sind die Dinge? At the end of your turn, if this card's countdown is at 3, we'll animate. Alter. Okay, das ist kacke für mich. Aber das ist schon mal ganz gut dafür. Oh, das ist fies. Warte mal. Das ist jetzt ganz gut, tatsächlich. Der ist jetzt immer noch bei 4, gut. Gleich ist er bei 5. Hm. Jetzt ist gerade echt noch so ziemlich alles offen. Okay. Die Frage ist jetzt für mich tatsächlich, mache ich das oder mache ich das nicht? Ich denke, ich gehe das Risiko ein und mache das. Hey, Damit
Den kann ich jetzt gerade nicht mehr nach vorne schicken. Das kann ich gerade auch nicht machen. So. Gut, doppeln wieder mal. Ah, fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Der kann gerade so 7 Schaden machen. Den bekomme ich gerade so nicht. Ah ne, das wird sowieso nicht funktionieren, weil... Obwohl, der löst zuerst aus, danach löst der aus. Also, ich gehe das Risiko ein. Und mach den. Aber ich gehe davon aus, dass ich trotzdem jetzt verloren habe. Ja. Yo, Tommy, Alter. Got a customer for you. Oh, I lost. You're tough. Das war böse. Das war sehr böse. Gut. Mal sehen, wie Nummer 2 läuft. Ich hoffe besser. Da musste ich halt eben noch dieses Risiko eingehen. Also ich hatte eigentlich keine andere Wahl, als das zu machen eigentlich. Time to get started. Activate. Enhance. Fire. Boah, das ist eigentlich doch eine ganz vernünftige Starthand. Noch besser wäre es, wenn ich noch das andere Ding dazu hätte, aber das geht eigentlich auch schon. Okay, in dem Fall mache ich mal den hier an. Damit kann ich eigentlich gleich auch schon ganz gut was machen. Das ist zwar ganz geil, aber ich denke, dass ich doch lieber das hier in dem Falle machen sollte. Das Schöne ist, mit Goblin Emperor und Goblin Fighter kann ich da ziemlich lustige Scheiße gleich wahrscheinlich machen. Okay, Puppet. Schade, er kann den hier wegtraden, theoretisch. Macht er auch logischerweise. Oh, das ist für mich tatsächlich wieder sehr gut. Legend of the Fire. Spiele ich auch direkt. Im nächsten Zug spiele ich wahrscheinlich die beiden. Den hier kann ich dann vielleicht. Alter. Der möchte mir jetzt echt mit den Puppets auf den Senkel gehen. So you have chosen. Interessante Wahl, Dinge zu machen. The heavens will fall.
Ja, der wird wahrscheinlich da jetzt. Ginger plants. This garden blossoms for eternity. Okay. Now the fight begins. Jetzt wird's ein bisschen fieser. Jetzt hätte ich gerne einen schönen Field Clear, den ich da einmal rüber schicken kann. Das ist doch eigentlich auch schon mal nicht so schlecht. Dann mache ich das. Das. Und... Oh, fuck it. Ich muss quasi das machen, damit muss ich ihn ein bisschen rauslocken. Es ist jetzt halt schlecht für mich. Mit den Puppets kann er mir halt wirklich im Grunde das gesamte Board wegziehen, aber das... Gut, damit hat dann die Puppets raus. Gut, sehr gut. Okay, do you want damage to all enemy followers? Vengeance is active for you. Gut. Das bringt mir gerade nicht. Das Problem ist, wenn ich den... Ich kann damit theoretisch beide... Ich kann damit beide clearen und das sollte ich wahrscheinlich auch machen. Obwohl, nee, ich kann damit nicht beide clearen. Okay. Aber damit könnte ich ihn eventuell gleich kriegen, wenn er den hier nicht evolved. Ah, fuck, das ist nicht gut. Go ahead. Try these girls out. Okay, so langsam wäre ich sehr erfreut über Demon Eye. Da wäre ich ganz verbunden. Fuck. Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Problem. Das ist... Ich muss den da rein traden. Das weiß ich jetzt schon. Frage ist, der hat 4 Kosten. Gut, das heißt, wenn ich zuerst den hier spiele... Dann den. Den Evolve, den darauf. Und den dann da. Alter Schwede, das ist nicht gut gerade. Das ist ganz und gar nicht gut gerade für mich. Mist. Das ist nicht so das Optimale, was gerade abläuft.
Absolut nicht. Fuck. Komm, lass mich wenigstens jetzt mal einen Sieg haben. Oh. Hey, ich könnte tatsächlich einen Sieg bekommen. Wuhu. Time to get started. Und wie ich jetzt wirklich schon zum dritten Miteinander als erstes am Zug bin. Okay, das geht eigentlich ganz gut in Ordnung. Den mache ich mal noch nicht. Okay, das ist in Ordnung. Damit kann ich gleich auch ganz gut arbeiten. Evil Eye Demon ist sehr gut für mich. Wirklich sehr, sehr gut für mich. Bitte spiel nix, bitte spiel nix, bitte spiel nix. Oh, fuck you. Das wird ein Spaß. Dämonik Angelique Commandee. Go forth and cross your blood. You dare oppose me? Okay. Das ist für mich wiederum ganz gut. Shall we cross blood? You wouldn't. Es ist so, oder? Jetzt müsste er beide da rein. Bitte Wort, bitte Wort, bitte Wort. Ja. Ich kann V-Run halt noch nicht spielen. Ich denke, in dem Falle sollte ich... Ah, fuck. Ich spiele die beiden. Den kann ich theoretisch schon 4 Schaden. Das ist schon mal nicht so scheiße für mich. Should have been quicker. Back to the friend zone. Damit komme ich auch ganz gut zurecht, dass er das gemacht hat. Gut, jetzt kann ich. Den machen. Im nächsten Zug kann ich dann den hier spielen. Ich habe immer noch den Field Clear, den ich dadurch habe. Da brauche ich den Evolve wahrscheinlich nicht auslösen, aber. Kann mir auch noch ganz gut was bringen. Also auf jeden Fall spiele ich im nächsten Zug den. Damit kann ich, denke ich, dann sehr gut arbeiten. Danach könnte ich eventuell hier mit weiterspielen. So. Das sieht doch mal nicht so scheiße aus für mich. Vor allem kann ich auch immer noch das hier machen. Damit kann ich dann sogar noch mehr Schaden aufs Field theoretisch ballern.
Eventuell, wenn er hier jetzt nicht groß das Field wegbekommt, kann ich im nächsten Zug auch schon töten, okay? Damit dürfte er zumindest einen wegbekommen, er kann auch traden. Beautifully. You are done for. There are none who stand equal to us. I never forget. Okay, gut, dann mache ich den nochmal. Where's my applause? Move it. Ah, ich hätte es schon beenden können, fällt mir gerade auf. Scheiße. Egal. Oder? Ne, ich hätte glaube ich noch nicht beenden können. Wenn ich so drüber nachdenke. Nein. Nein, einen Schadenspunkt hätte mir gefehlt zum Beenden. Okay, dann alles in Ordnung. Das ist jetzt für mich echt kein Problem, was du da gerade gemacht hast. Sorry, aber... This battlefield will be our dance floor. It won't be long now. May I have this dance? Catch you later. Ich mach mal den darauf. Ich gehe jetzt relativ risikoreich, das ist mir durchaus bewusst. Obwohl, ich kann... Ach komm, nee, ich gehe gar nicht so risikoreich. Ich beende es jetzt einfach. Oh, musste doch nicht risikoreich gehen. Das Schöne ist, selbst wenn er das Feld wieder einigermaßen voll bekommen hätte, jetzt hätte ich mit Evil Eye Demon einmal schön... nochmal wieder leer räumen können. Also, boah, wir haben schon ein paar neue Karten gesehen. Morgen geht's weiter. Auch wenn die ersten beiden Matches nicht so gut verliefen, war das dritte wenigstens ganz gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.